Zahlen, Klötzchen und Pixelwelt, was auch immer. Wir sind natürlich hier nicht so sehr klötzlich und pixelig ist es aber auf jeden Fall. So, ja. So. Ja, ich habe mal schon mal ein bisschen weitergemacht. Hier die Sandra, die ist eben gerade älter geworden. Die ist nämlich jetzt eine Erwachsene. War sie vorher keine Erwachsene? Vorher war sie junge Erwachsene, ne? Jetzt ist sie Erwachsene. Ich glaube, die sieht auch ein bisschen faltiger aus. Ja, guckt noch ein bisschen sorgvoller. Ja, dann haben wir den kleinen Ben hier noch. Ja. Der schaut hier verwundert den Timo bei einer Chemieaufgabe vor, die ich mal schon mal begonnen habe. Ich muss ja immer einfach mal ein bisschen schon hier reinspielen, damit ich wieder auf die Spur komme. Ich war nun lange nicht mehr hier in diesem kleinen beschaulichen, dieser kleinen beschaulichen Familie hier, so, die sich so ein bisschen zusammengewürfelt hat, ne, so. Die hat ja bisher noch keine eigenen Kinder bekommen. Sie hat nur die Adoptivkinder, Pflegekinder, wie auch immer, an der Backe. Aber sie hört damit ganz gut anscheinend. Ja. Klappt das. Machen wir mal weiter. Oh, ich muss mal Kopfhörer aufsetzen, damit ich auch mal was höre vom Spiel. Das finde ich eine gute Idee. Das verstehe ich ja gar nicht, was sie sagen. Okay. Guckt er sich gerade selber? Da erzählt er gerade, dass er selber viel gelesen hat. Und das Lehrbuch. Ist das explodiert, was er da macht? Er wird schon fertig, oder? So, wir müssen tanzen, Hilfe bitten? Nein. Ich schau doch zu hier. Hochbeten, Aktion. Timo muss aber hier mit der Aufgabe fertig werden. Er macht das hier noch. Achso. Okay. Können wir den Ben woanders hin tun, damit er hier weitermacht? Ben haben wir so auch gar kein Spielzeug. Ach ja, die ist noch schlafen gegangen. Die haben die Klamotten einfach hingeworfen. So, Schlafenzeit. Gute Nacht bitten. Sitzen. Hier sitzen und plaudern. Genau, setz dich mal hier und plapper mit dir selber. Tschüss. Mit offenen Armen laufen. Wenn sie gleich abheben wollen. So. Was macht er jetzt, ja? Jetzt fängt er an mit sich selber zu reden. Raumfahrttechnikfähigkeit erreicht. Okay. So, setzt er da und eigentlich soll er mit sich selber hier reden. Ob wir denn Windeln benutzen? Nein, nicht Windeln benutzen. Kleider ausziehen. Ja, kannst du Kleider ausziehen, muss ja noch was nicht. Kannst du dann ausziehen. Hopp, so. Ist aber okay, hat ein komisches Outfit. Ist das jetzt ein Standard-Outfit? So muss er rausrennen damit? Verstehe ich nicht. Oh, eine Tür klingelt, Moment. Ach ja. Ja, genau. Hier geht das Chaos auch weiter. Alles klar. Was haben wir hier jetzt? So, hat sich von selbst gemacht. So, ist er jetzt fertig? So, er hat wieder was angezogen. Okay. Ja, das ist auch irgendwie ein komischer Bug. Ich hatte anderes als Unterwäsche an. Ich muss mal checken. Wir schauen mal, Outfit-Plan, wir schauen das mal, was da los ist. Da stimmt was nicht. Ah, nee, ist er nicht. Hier, achso, ich habe doch einen kleinen. Doch. Ich weiß nicht, ob doch die richtigen werden. So. Ja? Ich habe einfach auf den Tisch geliefert, so rumlachen am Boden. So. Outfit-Plan. So, machen wir das mal eben. So, okay. So, haben wir es. Ladezeit. Schön, Ladebildschirm für euch extra. Ihr mögt das. Ich glaube, ihr mögt Ladebildschirm. Okay, hier, lacht mich nicht aus. So, was haben wir denn hier? Das gefällt mir sowieso nicht mehr. Ich würde das.
ist auch nicht schlecht. So, gefällt mir auch nicht. Hier mit dem Text ist ja auch süß. Aber ich habe jetzt nicht das eigentliche Problem, wenn ich nicht angegangen bin. Ne? So. Was ich jetzt angeben wollte, war jetzt. Nachtwäsche? Ne, der hat eigentlich immer irgendwas an, ne? Das besser. Oder das hier? Oh Gott. Achso, man kann hier so verschiedene Varianten auswählen. Was haben wir hier? Also, was passt denn gut zu Ihnen? Sag mal schon Spider-Man sagen. Nein, hier, die Fledermaus war hier. Wie hieß er denn noch? Ja. Gibt es denn sowas? Komme ich auf den Namen nicht? Man benutzt ihn 1000 Mal am Tag. Wir tüxen die Kinder ein mit dem voll. Und jetzt komme ich auf den nicht. Ja. Ja. Der, ne? Also der. Ihr wisst das schon. Ich bin immer Superman, den kenne ich. So. Einmal den Superman-Outfit. Ja, mit dem Superman-Outfit. Das ist, ja. Wenn er auf Partys geht, dann passt dann schon. Da gute Nachtsachen. Das sieht auch gut aus hier. Karibik oder was? Piraten, irgendwas mit Piraten hat es zu tun. Aber ich finde das zu schwarz. Ich finde das zu schwarz. Pokémon? Pokémon ist auch süß, ne? Wir haben zweimal Pokémon, ne? Ach, hier sind mehrere, ach so. Da ist der Pokémon, ne? Ja. Da gibt es ja noch was Rosanes. So. Weiß es. Was sind das eigentlich? Nachtsachen. Okay. Was machen wir denn da? Hier steht jemand an und liegt wieder auf. Was soll denn? Nee, das ist langweilig. Nö. Das ist so mädchenhaft. Und sie ist am Straße auf Outfit. Ja, das wäre mit Oscar drauf. Nein, die Katze. Ach, das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht so richtig. Weil man sieht ja dann ihn auch nicht, dass so verstecken diesen Dinger mit den Hoodies und so. Das nehmen wir das hier. Das ist ja gute Nachtsachen, ne? So, ja. Nachtsachen ist vielleicht so was Warmes, wenn ich weiß. Ah, das ist ein Mädchen. Ja, blau. Oder hier? Nee. Sieht so fett, das sieht scheiße aus. Haben wir denn was Gescheites? Nix Gescheites hier. Noch Fische. Ja, die Teddy, oder wieder Hoodie. Da kommen wir wieder. Ich meine, das ist so versteckt, das Kind. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles nicht. Ach ja. Na komm, ist er hier. Blau, frei, lüftig, fertig. Oder Standard dazu weiß. Hat er schon, glaube ich, oder? Hat er den irgendeinen Outfit schon? Nee, hat er nicht. Nö, dann lassen wir es hier so. Und dann das. Das ist auch cool. Alles klar. So machen wir es. So machen wir das fertig. Dann haben wir es. Ich hoffe, der wechselt dann nicht wieder. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich, wenn die eigentlich nackig sind, dann macht er da so komische Texturen drüber. So. Ist er schon müde? Oder ist er noch gar nicht fertig? So, boom. Ist er noch gar nicht fertig? Also, der Energie ist schon runter. Was ist er jetzt? Er spielt. Okay. Auf geht's. Genau. Jetzt geht er raus. Hoch hin, eine Aktion. Freundlich. Spiele. Nach der Spitten. Umarmen, zuschauen. So.
Er macht da unten wieder. Er macht wieder Blödsinn, der Bengel. So. Okay. Ich habe die Zeit nicht gemessen, wie lange wir uns jetzt unsere Zeit hier verbraten haben. So, er muss fertig werden. Beschleunig mal bitte hier. Blub, 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 blub. Wer stinkert denn jetzt gerade? Nö, er hat nur Hunger. Was soll ich ihm öffnen? Kann ich mir Essen bitten? Was hat er denn da? Da mach wieder dummes Zeug dabei. Zack, fertig. Gibbs. Achso. Lemka. Was hier im Projekt gesehen? Lamina. Er ist müde, ne? Oh ja. Er muss aber vorher noch auf Toilette verwenden. So. Vor dich einnässt gleich. So. Okay, gehen wir auf Toilette. Du musst mal. So unselbstständig. So, und er macht dummes Zeug da draußen. Oh nein. Er würde es gerne starten, aber darf nicht. So. Hunger hat er. Hunger hat er. Sehen kann er ja. Frühstück servieren. Was für ein Tag haben wir eigentlich? Dienstag. Ich muss da zur Schule. Lass ihn mal schlafen. Und der Kleine, ich versuche mal, dass er sich da hier was nehmen kann. Öffnen oder was? Öffnen? Das kann er nicht essen. Das kann er nicht essen. Die Dame des Hauses. Welchen Zustand ist sie denn? Ah, sie muss mal. So. Verwenden. Ne? Und natürlich die Hände waschen nicht vergessen. Ist angepisst, mag, ne? Und. Nein. Wo ist denn der Kleine? Wo ist denn. Ach, da kommt gerade Suse rein. Tipp, 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 tipp. So, Kinderbetreuung. Hände wechseln, im Bett bringen, Outfit, Baden, Essen geben zum. Ja, und er hier, da liegt er nur, soll eigentlich richtig schlafen gehen, ist besser. Schlafen. Ne? So. Ach, na, das lief. Na, super. So, wenn sie dann fertig ist, darf sie nämlich dann überall Wäsche machen. Schon mal Wäsche weglegen, so. So. Haben wir es. Ja. Gut, ist jetzt nichts Spannendes passiert in dieser Folge. Bisschen chaotisch alles, ne? Aber, achso, ich habe hier noch einen Esstisch hingestellt. Das habe ich nochmal eben nebenbei gemacht. Esstisch, so. Weil irgendwie haben die dann alle noch Fußboden oder irgendwo in der Ecke gegessen, wo auch immer, wo sie gerade Platz hatten. Ich habe gedacht, bauen wir einen Esstisch hin, dann haben wir das Problem vielleicht gelöst. Hat natürlich unser Budget stark reduziert. Aber nützt ja nichts, ne? Ne. Auffallen. Sie hat also volles Programm, hat sie. So. So. Und an der Stelle hören wir dann auf, wenn er dann die Erbsen da zählt und isst. Alles klar. Habt euch wohl, bis zunächst. Und ja, ich musste ja mal wieder eine Folge machen. Habe ich eine lange Pause gemacht. Ne? Lieferiert habe ich bald mehr Folgen als hiervon gemacht. Ah ja. So. Liegt auch dran. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich jetzt mit denen jetzt anfangen soll noch. Ich habe noch so keine Ideen gerade. So ein bisschen kreative Auswahl. Ja, aber ich mache mal jetzt, damit ihr seht, dass es hier weitergeht. Ne? So, die, ja. Die Fliegenmama, die ist jetzt halt älter geworden. Und ja. Mal schauen. Bis bald. Euer Jockel. Ciao.